Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Mama! Und ja, ich weiß, das war jetzt ziemlich furchtbar, aber es hätte auch definitiv furchtbarer sein können. Ich hätte die Version von Heintje nehmen können. Aber ganz im Ernst, Mutter sein ist schwer. Mutter sein, das kann nicht jeder. Ich würde mir wahrscheinlich relativ schwer tun dabei. Und das vor allem, wo man ja weiß, dass Kinder ein reines Quell der Freude sind. Und alleine in Filmen wir einfach nur tolle, nette Kinder sehen, wie Esther oder Sadako oder Reagan oder Damien oder die Grady-Zwillinge oder Toshio oder Charlie oder... vielleicht sollte ich das Genre wechseln und eher mich auf Komödien beschränken. Ja, wie wär's mit Dennis oder Kevin McAllister? Ja, auf jeden Fall. Wollte ich eigentlich hinaus? Ist die Zusammenarbeit mit Kindern nicht wirklich immer leicht? Im wahren Leben so wie in dem fiktiven auf der Leinwand. Aber trotzdem, irgendwie mag man sie ja dann doch. Also, habe ich mir sagen lassen. In dem Sinne ist Motherly natürlich auch ein interessantes Beispiel wieder mal dafür, wie eine Mutter mit ihrer Tochter zusammenhält. Vor allem, wenn sie ja irgendwo entlegen im Wald leben. Und das ist natürlich eine feine Sache, weil wenn man irgendwo in der Stadt ist, da könnte es ja passieren, dass irgendwann einmal Einbrecher vorbeikommen und man sich zufälligerweise in Michael Hanekes Funny Games wiederfindet. Aber glücklicherweise passiert sowas in entlegenen Hütten im Wald nie. In The Strangers beispielsweise. Also, oder übrigens in Motherly. Da hat dann nämlich eben unser Mutter-Tochter-Gespann das große Problem, dass diese großen zwei Einbrecher einfach bei der Tür hereinschneien und dadurch mehr oder weniger die restliche Abendgestaltung vor die Hunde geht. Aber dabei ist das Ganze natürlich immer relativ spannend, weil es gibt für mich zwei Arten von Home-Invasion-Thrillern. Die Art, wo diejenigen Einbrecher quasi eine persönliche Vendetta gegen die Leute haben, bei denen sie einbrechen, wo dann mehr oder weniger das gesamte persönliche Gefüge spannend wird und vor allem das Hinarbeiten auf das Erarbeiten der gemeinsamen Beziehungen, Erfahrungen und Geschichten und dann natürlich die Leute, die einfach willkürlich agieren und die mit den Personen, die sie hier peinigen, eigentlich rein gar nichts zu tun haben. Spannend zu sehen, wie mal die und mal die Gruppierung eigentlich die wirklich gefährlichen sind und vor allem, wie es manche Home-Invasion-Thriller schaffen, dass sie es doch für eine relativ lange Zeit offen lassen, mit welcher von diesen beiden Gruppierungen wir es eben gerade zu tun haben. Und Motherly ist ebenfalls einer dieser Filme, die uns da relativ gerne relativ lang im Dunkeln lassen. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Handlung des Films und generell der große Twist am Ende dann doch durchaus relativ einfach vorhersehbar ist. Das ist der Film, wo er dann trotzdem irgendwie schafft, seine Spannung durchaus aufrecht zu erhalten, vor allem, weil die Hauptdarsteller aus dem Film alle durchaus kompetent agieren. Dabei sei zu erwähnen, dass der Film der Feder von Craig Wallace entstammt, der überwiegend im Fernsehbereich ansonsten tätig war. So hat er beispielsweise die Serie Todd und das Buch vom Ultrabösen geschaffen, beziehungsweise war bei 8 Folgen der Serie Slasher als Regisseur tätig. Gemeinsam hat er dann das Drehbuch erarbeitet mit Ian Malone, der beispielsweise auch bei einigen vorigen Projekten von Chris Wallace mitgearbeitet hat, wie Todd und das Buch vom Ultrabösen, der allerdings sehr viel auch als Redakteur oder Story Editor fürs Fernsehen arbeitet und dabei Serien wie Degrassi, The Next Step oder Big Top Academy immer wieder auch längerfristige Anstellungen gehabt hat. Was ich bei dem Film allerdings relativ cool fand, ist, dass es eine familiäre Atmosphäre am Set gegeben haben muss, weil quasi Familie mit am Set war. Die Musik stammt nämlich beispielsweise von Spencer Craig, dem Cousin von Ian Malone, und so merkt man auch, dass sich Chris Wallace hier einige Leute vor allem hinter der Kamera zusammengesucht hat, die mit denen er bereits an anderen Produktionen gearbeitet hat. Und spannend ist auch, dass die Hauptdarsteller von dem Film tatsächlich überwiegend einen IMDb-Credit gemeinsam haben. Die sind nämlich zu einem großen Teil auch im Cast von For the Sake of Vicious vertreten, der interessanterweise ebenfalls von Nameless im Mediabook veröffentlicht wurde. Aber auch bei anderen Produktionen hat man einzelne Leute schon mal gesehen. Kristen McCullough war beispielsweise als
Pandora als Queen Obelisk und als Alastairs Mom in Psycho Gorman zu sehen. Nick Smith hat beispielsweise auch noch mitgespielt in der ABC of Death 2 Episode M is for Marriage in der Rolle des John. Und wir sehen Colin Paradine, der zum Beispiel eben auch neben For the Sake of Vicious als Corwin bei dem Horrorfilm Dead Genesis mitgespielt hat, beziehungsweise sogar bei dem Videospiel Two Worlds 2 in der englischen Synchronfassung den Aiden the Hunter gespielt hat. Und ich glaube, die Kürze von diesem Segment jetzt beim Blu-ray-Check zeigt euch schon relativ deutlich, das ist eine Independent-Produktion. Wir haben wahrscheinlich die meisten von diesen Leuten noch nie irgendwo anders gesehen und werden wahrscheinlich einige davon auch niemals irgendwo anders wiedersehen. Aber trotzdem ist der Film deswegen interessant, weil er mit einer durchaus routinierten Crew inszeniert wurde und vor allem die Kameraführung, die Cinematografie in diesem Fall positiv hervorgehoben werden sollte, beziehungsweise vor allem die sehr spezielle, aber vor allem pumpende und druckvolle Musik, die einige von diesen Sequenzen ganz gut unterstützt. Der Film, der zwar, und das schauen wir uns dann gleich einmal an, auf seinem von Uncle Frank gezeichneten Mediabook mit dem Cover B deutlich derber wirkt, als er es dann tatsächlich ist, hat mittlerweile von der FSK eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten, ist auch ein paar Monate nach den Mediabook-Veröffentlichungen von Nameless auch in Keepcases veröffentlicht worden, aber ist eigentlich für diejenigen, die bei diesem Film durchaus eine luxuriösere Version haben wollen, glücklicherweise auch immer noch in einer solchen verfügbar. Da hat Nameless nämlich insgesamt drei verschiedene Versionen erstellt. Das Cover A entspricht dabei dem Originalmotiv des Films, das ist eben auch das internationale Plakatmotiv, das ist auch das, was wir auf dem Keepcase sehen, beziehungsweise erinnert mich dieses Motiv ein bisschen an was. Natürlich von der Aussage her nicht, aber die Inszenierung und Unterteilung von diesem Gesicht hat mich einfach an das Ghostland-Cover erinnert. Aber was wir definitiv alle sehen wollen, das ist dieses Meisterwerk hier. Das ist das Cover B, gezeichnet von Uncle Frank, das absolut großartig ist. Und man muss sagen, diese Szene findet auch tatsächlich genauso im Film statt. Sie ist zwar im wahrsten Sinne des Wortes nicht derartig reißerisch, aber tut beim Hinschauen schon weh. Und deswegen finde ich es natürlich relativ cool, dass Uncle Frank genau diese Szene und dieses Motiv dann auch für seine Coverzeichnung verwendet hat. Auch davon gibt es 333 Stück, genauso wie von dem Cover C. Das ist dann wieder die Nameless eigene Retro Collectors Edition. In dem Fall bekleidet der Film Motherly die Nummer 101 und zeigt in dem Fall, finde ich, ebenfalls ein sehr schön reißerisches Motiv, das eben diese Bedrohungssituation der gefesselten Mutter in diesem Fall ganz schön darstellt. Vor allem mit diesen Abnützungseffekten und diesen Abschürfungen, die mit dieser Leinenoptik immer wieder bei den Collectors Editions ganz gerne verwendet werden. Aber mir hat Nameless jetzt ein Mediabook von dem Cover A zur Verfügung gestellt, offiziell erschienen, bereits am 20. Jänner 2023, aber teilweise immer noch recht einfach zu bekommen. Und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf das limitierte Mediabook mit dem Cover A von Motherly zu werfen. Du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht gerissen. Das klingt jetzt auf der einen Seite wirklich brutal, aber ist auch ein Wiener Ausdruck. Bei uns klingt alles so. Aus dem Gesicht gerissen ist mehr oder weniger aus dem Gesicht geschnitten. Das klingt eigentlich nicht minder brutal, aber bedeutet mehr oder weniger einfach nur eine grundsätzliche optische Ähnlichkeit. Und das ist, finde ich, etwas, das dieses Cover-Artwork hier absolut wunderschön darstellt. Auf der linken Seite die Mutter, auf der rechten Seite die Tochter und das Ganze eben mit diesem Splitter-Effekt versehen. Das Ganze wirkt in dem Fall eben nicht wie ein klassisches abgerissenes Foto, sondern eben mehr wie ein zersprungenes Tonbild oder so. Eben mehr der Keramikeffekt, den wir dann eben, auch wenn wir da jetzt noch einmal einen genauen Blick drauf werfen, auf dem Ghostland Mediabook Cover Artwork von Cape Light haben. Aber was ich interessant finde, ist, dass mich bei beiden Cover Artworks auch der Hintergrund irgendwie ähnlich aufbereitet ist, obwohl zwar die Musterung ein bisschen eine andere ist. Aber was ich in dem Fall bei dem Motherly Cover Artwork ganz besonders interessant finde, ist, dass ich als derjenige, der ja natürlich meistens auf die extrem reißerischen und gezeichneten Cover Artworks geht, natürlich das Uncle Frank
ein Cover grundsätzlich am schönsten finde, aber auch das gerade aufgrund von seiner Schlichtheit und aufgrund der Tatsache, dass dieses Motiv komplett anders ist als 90% von dem, was ich mir sonst in die Sammlung hole, gefällt es mir vor allem nämlich, weil, wenn wir hier in der näheren Aufnahme hinschauen, der Druck auf dem Mediabook von Nameless absolut perfekt ist. Man sieht jedes einzelne Haar, jede einzelne Sommersprosse, jede einzelne Pore mit einer absolut pixelperfekten Präzision von dieser Druckmaschine. Dieses Motiv wirkt satt, wirkt wunderschön durchzeichnet und macht eben einfach einen hochwertigen Eindruck. Dazu hat Nameless natürlich auch bei diesem Mediabook beim Titelschriftzug hier unten mit dem partiellen UV-Spotlack gearbeitet. Das ist dann auch etwas, das wir zum Beispiel auf dem Spine wiederfinden, wo wir natürlich ansonsten dasselbe Motiv sehen, das wir auch auf dem Frontcover gesehen haben. Wir können dann einen Blick auf das Backcover werfen. Da bekommen wir neben ein paar weiteren Bildern aus dem Film auf der einen Seite die Inhaltsangabe, ein paar Kritikerzitate, Casting-Crew-Angaben, technische Details sowie die Informationen rund ums Bonusmaterial, das leider bei diesem Release kaum vorhanden ist. Neben dem Film befinden sich nur Trailer mit auf der Disc und dann in einem mit einem Hologrammsticker unsere Limitierungsnummer von den insgesamt 333 Stück. Wir können jetzt dann einmal ins Innere blicken. Da hat Nameless wieder genau das gemacht, was ich bei diesen Mediabook Innen Artworks am meisten liebe. Dieses großartige, durchgehende Design, nämlich auch hier auf der rechten Seite auf dem Frontcover vom Booklet Mutter und Tochter, absolut perfekt zu sehen. Ich mag auch die Art, wie hier auf die Tochter scharf gestellt wird. Ich mag auch die Art, wie dieses Mediabook sich eben grundsätzlich farbarm und beinahe schwarz-weiß präsentiert und eben, dass der Hauptaspekt von diesem Bild hier auf der rechten Seite auf dem Booklet zu sehen ist und auf der linken Seite eben unterhalb und auf der DVD dasselbe Ausschnitt vom Bild verwendet wird, aber halt eben nur der Ausläufer von diesem Motiv. Dasselbe Spiel haben wir dann quasi auch auf der rechten Seite. Da sehen wir noch ein bisschen ein grainigeres Bild, wobei in dem Fall die Tochter auf dem Backcover vom Booklet ist und die Mutter auf der rechten Seite unterhalb beziehungsweise auf der Blu-ray. Auch hier sehr schön, wie dieses Motiv fortgesetzt wird, sehr schön, wie sich die Disc hier in dieses Mediabook Gesamtkunstwerk integriert. Dann können wir einen Blick durch das Innere von diesem Mediabook werfen. Da bekommen wir nämlich auch dieses Mal wieder ein 24 Seiten starkes Booklet von Wolfgang Brunner, der sich bei dem Text zu diesem Film wirklich sehr ins Zeug gelegt hat und auch ins Zeug legen musste, denn Motherly ist ein Film, zu dem es kaum Informationen gibt. Ich weiß, womit ich rede. Deswegen hat Wolfgang damit begonnen, ein bisschen weit auszuholen, hat eben grundsätzlich einmal ein bisschen die Themen, den Inhalt des Films nacherzählt, hat über den beschützenden Mutterinstinkt geschrieben, allgemein über die Home Invasion Filme, aber hat dann in der zweiten Hälfte von diesem Booklet tatsächlich auch einen sehr schönen und direkten Bezug zu dem Film gefunden, nämlich damit, dass er in erster Linie Interviews führen konnte. Auf der einen Seite mit der Hauptdarstellerin Laura Burke, beziehungsweise auf der anderen Seite dann mit dem Komponisten Spencer Cregan, hat Wolfgang persönlich sprechen können und damit dann nämlich eben auch einige wirklich interessante und wissenswerte Informationen direkt in dieses Booklet integrieren können. Dazu hat er auch noch ein paar persönliche Details und Ausschnitte quasi aus den Lebensläufen der Leute hier zusammengetragen und integriert in den Booklet-Text, was ebenfalls hier interessant ist, weil auch da online relativ wenig verfügbar ist. Das ist ein durchaus lesenswertes Kompendium zu dem Film und das generell verarbeitet wieder wie von Nameless gewohnt in einem wunderschönen, dicken, stabilen, haptisch extrem hochwertigen Mediabook. Das finde ich eben auch mit seiner relativ monotonen Farbpalette in diesem Fall eine ganz besonders beeindruckende Aura verspürt. Aber seien wir uns jetzt einmal ehrlich, wir Sammler schauen uns natürlich unsere Mediabooks genauer an. Aber schauen wir uns das Mediabook wirklich 85 Minuten lang an? Wahrscheinlich nicht jeder. Aber was wir uns dann definitiv länger anschauen als die Verpackung, darauf wollte ich hinaus, das ist der tatsächliche Film und deswegen ist es vielleicht auch hilfreich, wenn der optisch ansprechend aufbereitet ist. Und deswegen möchte ich natürlich auch in dieser Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen Blick auf den deutschen HD-Transfer von Nameless direkt werfen und der Frage nachgehen, ob dem denn so ist. Wie üblich habe ich dafür ein paar kleine Fingernägelchen in Form von Screenshots mitgebracht, die ich alles
allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, die ich aber natürlich wie gewohnt abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und es wird wahrscheinlich niemanden überraschen, aber der im Jahr 2021 digital gedrehte Film Motherly liegt auf der deutschen Blu-ray in sehr zufriedenstellender Bildqualität vor. Leider gibt es bei diesem Film auch über die näheren Produktionsumstände keinerlei detaillierte Angaben, sodass ich leider nicht sagen kann, mit welchen Kameras bzw. in welcher Auflösung der Film gedreht wurde und ob das Digital Intermediate dann in 2K oder in 4K verarbeitet wurde. Aber für einen reinen 1080p HD Blu-ray-Transfer ist das sowieso ein kleines bisschen nebensächlich. Da bekommen wir nämlich auch bei einem 2K Master grundsätzlich mehr geboten, als die Disc dann letzten Endes liefern kann. Und wenn wir hier auf die ersten Screenshots schauen, dann sehen wir auf der einen Seite eben, dass der Kameramann es hier wirklich geschafft hat, sehr schöne atmosphärische Bilder einzubauen, dass diese im Bildformat 2,39:1 gehaltene Cinematografie auch den Film hindurch, finde ich, sehr schön genützt wird, dass wir allerdings eben hier überwiegend einen relativ blassen Film zu Gesicht bekommen. Wir haben grundsätzlich die klassische digitale Videooptik mit einer absolut großartigen Schärfe, auch mit einer fantastischen Detailzeichnung, die nämlich eben sowohl bei näheren als auch bei weiter entfernten Aufnahmen sehr gute Ergebnisse liefert, wobei man allerdings eben sagen muss, dass man hier mit der Beleuchtung auch relativ professionell darauf Rücksicht genommen hat, ob eine Szene jetzt im Hellen oder im Dunkeln spielt, weil selbst eben diese Drohungssequenzen, die dann in dieser Scheune abgehalten werden, bei denen kann man ganz deutlich trotzdem immer noch einen schön durchzeichneten Hintergrund erkennen. Da hat man bei der Beleuchtung ganze Arbeit geleistet, was dann natürlich eben auch auf der Blu-ray dafür sorgt, dass das Bild plastisch und dynamisch erscheint. Natürlich erreicht das digitale Bild jetzt nicht unbedingt dasselbe Niveau an Plastizität, die man da mit organischem 35mm Material oder natürlich den Luxus-Cinema-like Kameras erzeugen hätte können, aber man bekommt schon etwas mehr geboten als das typisch flache Videobild, das man auch vor einigen Jahren bei einer digitalen Filmproduktion hätte. Aber in diesem Fall mag ich die Art, wie eben dieser Film visuell ausgestaltet wurde. Man muss sagen, dass Nameless diesen Film mit seiner kurzen Laufzeit von 81 Minuten auch mit 21,1 GB sehr viel Spielraum auf dieser Disc gelassen hat, was den Encoder nämlich eben dann gerade in den komplexeren Momenten, wenn das Bild nämlich in den dunklen Sequenzen mangels entsprechender Beleuchtung vielleicht ein bisschen ins Griseln anfängt, dann eben nicht gleich auch den Encoder überfordert und zusätzlich Kompressionsanomalien in das Bild hineinhaut, störendere Elemente wie wirklich auffälliges Banding oder so treten bei diesem Transfer nicht auf, sodass man meiner Meinung nach auch für einen aktuellen digitalen Film mit der Bildqualität von Motherly auf jeden Fall sehr zufrieden sein kann. Motherly ist definitiv nicht der neue leuchtende Stern auf dem Home Invasion Himmel. Es ist eher eine leichte Filmkost für zwischendurch. Ein Thriller, der in erster Linie von dem Spiel und dem Zusammenspiel der einzelnen Akteure lebt, der dabei die meisten neuen Story-Twists über Dialoge transportiert und der tatsächlich gar nicht mal so brutal per se ist, wie er sich vielleicht gerne auf etwas plakativeren Motiven präsentiert. Es ist aber auch ein Film, der diese plakative Brutalität eigentlich gar nicht brauchen würde und so, wie er uns hier präsentiert wird, genau eigentlich passend ausgestaltet ist. Dabei muss man allerdings sagen, dass der Film trotz seiner kurzen Laufzeit sicherlich auch den ein oder anderen Durchhänger hat, beziehungsweise die Spannungskurve eher daran leidet, dass einige der Twists respektive der ganz große Twist dann doch irgendwie relativ bald zu erkennen sind. Trotzdem hat mich das beim Anschauen des Films kaum gestört, weil einige der Aspekte, die bei diesen Charakteren beziehungsweise den Verbindungen dahinter stehen, durchaus auch, obwohl man gewisse Dinge bereits weiß bzw. vorherahnt, durchaus nicht ganz uninteressant waren. Leider gibt es hier vor allem über die Produktion des Films relativ wenig Informationen, was natürlich auch daran liegen kann, dass der Film Motherly wieder als klassische Corona-Produktion geführt wurde, also quasi die Dreharbeiten fast abgeschlossen waren, als die
ersten Lockdowns begonnen haben und man demnach natürlich auch nicht wahnsinnig viel Zeit damals hatte, noch zusätzliches Bild- und Videomaterial für Behind-the-Scenes-Dokumentationen aufzuzeichnen. Aber das wäre natürlich auch cool gewesen, da ein bisschen über die Schultern der Produktion zu schauen, vor allem, weil die Hauptdarstellerin im Interview mit Wolfgang Brunner eben zum Beispiel über die schweren Drehbedingungen bei der Szene in der Scheune gesprochen hat, weil es dort einfach so kalt war. Dass allerdings das Team grundsätzlich großartig zusammengearbeitet hat und das ist, finde ich, etwas, das bei diesen kleineren Independent-Filmen auch ganz besonders wichtig ist und was man bei dem Film Motherly auch irgendwie merkt. Es ist ein kleiner Film, es ist definitiv ein durchschnittlicher Film, aber es ist ein Film, den man sich als Genre-Fan durchaus ansehen kann. Was in meinen Augen allerdings alles andere als durchschnittlich ist, das ist wieder mal die Mediabook-Auflage von Nameless, die in einem großartig, hochwertig verarbeiteten Prototypen daherkommt, mit fantastisch präsentierten und vor allem hochwertigen Grafiken bearbeitet wird, einen interessanten Text mit interessanten exklusiven Interviews von Wolfgang Brunner bietet und damit für all diejenigen, die bei diesem Film nicht einfach nur auf eine Standard Emery oder sowas Version gehen wollen, sicherlich die bessere Wahl ist.